diesen Mann hier reingelassen? What the fuck? Wer ist das? Eine Pizza Margarita und dazu. Ach so, so geht das, lol. Ich habe halt mal wieder die Creme de la Creme an meiner Seite. Ich glaube, ich habe sogar, muss man ganz ehrlich sagen, ich denke mal fast die beste Frau rechtsreinig von Köln mir organisiert. Wir sind nämlich gerade auf der anderen Rheinseite und es wird einfach nur ein Traum werden. Wir haben wieder Top-Personal, 5-Sterne-Etablissement, man sieht es da vorne. Ja? Ach so. Gut. Ja, Mann, ich hoffe, dass mein Date gleich kommt. Also dann. Darf ich jetzt schon reinkommen? Der Kellner bringt dich ja eigentlich. Ach so. Oh, danke. Was macht der Kellner? Der heiratet jetzt, oder wie? Ey, du siehst auf Tinder sahst du ganz anders aus. Krass. Was? Auf Tinder sahst du ganz anders aus. Besser oder schlechter? Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, sehr schön, sehr schön. Kennst du den Laden hier? Warst du schon mal hier? Ich war noch nie hier, nee. Ich schon tatsächlich das ein oder andere Mal. Bin mal gespannt, was der Kellner uns... Guten Tag, herzlich willkommen im Restaurant. Schönen guten Tag. Ich habe ein Chardonnay. Ja? Ah, von Monterre. Genau, super. Von Montclair. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir jetzt schon leid, weil ich übelst viel rülpsen muss von Wein. Kein Problem. Prost, ne? Prost, ne? Ja. Okay. Kellner, können wir vielleicht noch ein Glas haben, die Frau? Oh. Salat? Danke. Ah, danke. Jetzt habe ich ja das ganze Öl auf dem Teller. Ich glaube, die Dame wollte doch keinen Salat. Gut, dann guten Hunger. Lass dir schmecken, ne? Ja, danke. Isst du gern Salat und Gemüse? Nee, ich hasse Salat. Ja? Was ist denn so dein Lieblingsessen? Bratwurst. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer Straßenumfrage. Dürfte ich Sie ganz kurz einmal was fragen? Ja, klar. Und zwar, was wünschen Sie? Was ist das denn jetzt hier? Digga, wo kommt der Kameramann her? Wo kommt dein Schwanz? Alter, was ist denn? Hallo? Digga, da sind Sie, glaube ich, hier in wirklich komplett falscher Begleitung. Ich habe einen guten Tag. Wein noch? Vielleicht für dich, Sandra? Ja. Ah, danke, danke. Gerne. Ich wollte immer schon Salat als Cornflakes essen. Ja? Ja, was ist denn hier los, das Alter? Das war das Zeichen. Jetzt geht's los mit dem Showprogramm. Ja, nein. Den Bierbaum-Tornado. Bruder, wo bin ich gelandet? Gut. Ey, Mama, kannst du mich abholen? Ich kann nicht mehr. Sieht richtig wild aus. Ja? Warum siehst du nicht so gut aus? Warum bist du so hässlich? Warum bist du so? Baby! Warum bist du so? Du trinkst so hässlich! Ich raste aus! Alter, halt die Fresse! Okay, du heulst ja fast. Geht's dir gut, oder? Nein, red nicht mit mir! Ja, dann erzähl doch mal was. Halt die Fresse! Die Stimmung ist super. Ich mal ganz kurz den Hauptgang. Ja, also ich kann Ihnen eins sagen, der Salat war es nicht, ne? Dankeschön. Ja, guten Hunger. Meine ist schon angebissen. Herr Kellner, meine Pizza ist schon angebissen gewesen. Nein, für 8 Millionen auf gar keinen Fall. Nein, der soll... Nein, ich hab gesagt 12 und... Nein, ich hab gesagt 12. Okay, 10, sofort kauft. Ich hab hier noch ein Date mit so einer Alten. Alten! Ich hab noch ein Date mit der Alten. Spinnst du? Ich hab grad eine Immobilie verkauft für 10 Millionen. Ah, weird flag. Komm, Schluck, Junge, das kannst du besonders gut. Ja, guck mal, oha, ein Schluckspech ist das. Okay. Setz dich ruhig wieder. Was war denn gerade so lustig? Ja. Wie ist es bei dir im Bett so? Also bist du so sexuell aktiv? Ja. Also ich schon. Ich stehe auf so Schlagen, wenn ich geschlagen werde. Mhm. Teilst du das ja auch mit mir? Ja, warte. Erst kurz den Rest. Ah. Genau. Also wenn du... Danke. Ich finde halt Schläge so richtig... Oh, das macht mich so geil, Schläge. Also Schläge machen mich ein bisschen geil. Willst du mir kurz eine reinhauen? Ja, klar, gerne. Oh, nochmal. Oh, nochmal, einmal noch. Oh, ist das geil. Darf ich dir mal ganz kurz erzählen, was... Ist das geil. Darf ich dir ganz kurz erzählen, was mein Goal ist, mhm, was ich dieses Jahr auf jeden Fall noch erreichen Unbedingt, will? Unbedingt, würde ich gern wissen. Ich würde halt gern richtig gerne bei Germany's Next Topmodel mitmachen. Warum lachst du? Soll ich einfach mal hier Catwalk laufen? Ja. Yeah. Könnt ihr kurz GEMA-freie Musik für mich anmachen? Ach so, okay, danke. Zu, Junge. Ja. Ja. Ist das Mikro jetzt Schrott?
Nee, also ja, die neue Staffel. Die neue Staffel steht ja unter dem Zeichen Diversifizität. Also, okay. Also kommt quasi ein Mann zum Tierarzt. Kommt. Ihr beide? Ja. Was ist das? Kommt ein Mann zum Tierarzt mit seinem Hamster und ja? sagt mein Hamster hustet immer. Ja. Der Hamster hustet immer, sagt er. Und da sagt der Tierarzt, dann hat der Hamster wohl Hamsterhusten. Ja. Der hier, kennst du ihn? Der ist super erfolgreich. Ah, Papa Plattenspieler. Ganz kurz, Superstar. Ja? Warum hast du hier so Scheiße am Maul? Hab ich immer noch, lol. Einer meiner Jungs, den habe ich gesigned. Ja, Ach nein! Achso, okay. Wir machen aber auch manchmal rum, ja. Ja, für bessere Prozente. Okay, gut. Dann, dann. Wie ist Revinz halt so als, im Bett? Ja, das auch? Ja, ganz solide. Also der hat's auf jeden Fall drauf mit Zunge und Hände. Boah, geil. Danke, mein Bro, du kriegst Zähne. Aber so Penisgröße ist halt jetzt nicht so sick. Aber kann man ja, wusste ich machen, doch. Verschiedene Leute halt, ne? Der. Hä? Wer hat diesen Mann hier reingelassen? What the fuck? Wer ist das? Digga, wer war das? Wer ist das? Wer war das? Wer war das? Geh weg! Ja, Digga, nee, was ist denn? Warum? Nee, jetzt. Ey, mein Auge ist voller Bier! Eines der wildesten Dates bis dahin. Ich weiß nicht, wie sich das hier noch steigern soll. Was denn? Aber warum denn? Warum? Hey, alles. Warum? Aber warum bist du scheiße Hebertrag? Sonst wäre ich hier, sonst hätte ich mich gar nicht. Wer hätte ich immer wurde? Alles gut. Alles. Nein. Nein, ich finde das richtig scheiße! Nein, ich will einfach nur reich heiraten, um unabhängig zu sein! Alles gut, ja? Alles gut, oder? Nein, das ist nicht alles gut! Ganz super, ganz gut! Dings. Ja, ich wollte heute noch ein echtes Date gehen, Alter. Dings bisschen, ne? Deshalb. Mhm, danke. Ja. BB steht für Bugatti Bangor. Kann ich was zu essen bringen? Nee, wie gesagt, Sie können auch das Restaurant gerne verlassen. Wer hat das gesagt? Bitte? Wer hat das gesagt? Wie wird das gesagt? Wer hat das gesagt? Was meinst du? Wer hat gesagt, dass es sein Restaurant ist? Ach so, ja, also er arbeitet ja hier, deshalb dachte ich jetzt, dass das voll. Aber wer hat das gesagt? Ja, so er, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Also er hat's doch. Wer ist er? Wer hat das gesagt? Der Kellner. Wer hat das gesagt? Der Kellner hat das gesagt. Das ist sein. Der arbeitet doch hier. Aber wer hat gesagt, dass der hier arbeitet? Nee, also im Endeffekt, wir beide, ne? Aha. Sandra. Ja. Wir beide sind doch irgendwo auch ein festes Team, ne? Ja. Das. Ja. Wer hat das gesagt, dass wir ein festes Team sind, Bro? Marc, wollen wir zusammen von der Pizza abbeißen? Lieber nicht. Lieber nicht? Gut, Wow! Ich bin halt der, sag ich mal, Zungenkuss-Experte, nennt man mich hier in Köln. Ich bin Zungenkuss-Experte und ich kann dir. Wer sagt das denn? Ja, die Leute halt da. Du bist so dumm, dass du jedem erzählst, dass du reich bist. Das ist so dumm! Weil ganz ehrlich, Leute können dich auch einfach verarschen. Das ist wichtig, beim. Warum machst beim du das? Zungenkuss muss du man nicht Zunge. Du bist einfach nur so dumm, Sandra! Du bist so dumm, Sandra! Ist das ein Fortnite-Tanz? Ich wollte dich einfach mal prüfen. Ist das hier ein Fortnite-Tanz? Nee, der geht anders. Ich bräuchte kurz jemanden, der mit mir einen kurzen Fortnite-Tanz macht. Wo kriege ich jetzt jemanden her, der sehr gut ist, mit mir einen Fortnite-Tanz zu machen? Oh! Was geht ab? Hallo? Ach so, so geht das, lol. Bruder, wenn ich tanze, das doch. Ja! Da ist ja noch ein bisschen was. Das können wir noch mal ganz kurz. Super schön. Nee, also im Endeffekt. Also es hat mir super Spaß gemacht, ich würde ich sagen. Noch was entdeckt. Ist tatsächlich noch ein bisschen was. Hier wird auch alles verwendet und verwertet. Vielleicht sehen wir es noch ein zweites Mal wieder. Ansonsten schreibt Selfie Sandra auf Instagram, die freut sich über jedes Nacktbild, oder? Ja klar. Gut. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.